Was läuft heute? Online- und Videostreams, TV-Programm und Dokus. Empfohlen vom Podcast Radio Detektor FM. Hallo, hallo, liebe Streaming-Fans. Es ist Mittwoch, der 28. August. Und heute dreht sich bei unseren Tipps alles um verschiedene Arten von Beziehungen. Von Freundschaft, Liebe, Hass bis zur Familie ist von allem was dabei. Los geht's mit einem etwas frustrierten Lehrer. Monsieur Foucault unterrichtet an einer sehr renommierten Schule mitten in Paris und genießt das Leben mit all seinen Privilegien. Bei einem Event plaudert er wie so oft über das sinkende Niveau der SchülerInnen und den Lehrermangel in den Vororten von Paris. Blöd nur, dass er das aus Versehen einer Ministeriumsmitarbeiterin erzählt. Die sieht seine Beschwerde als Angebot und plötzlich findet Monsieur Foucault sich an einem College in einem Pariser Vorort wieder. Jetzt muss er den Kids dort die Feinheiten der französischen Grammatik nahebringen. Sie haben gesagt, beim Leben meiner Mutter, Komma, ich muss dringend pissen. Ach, das ist ja ändern wir kurz die Reihenfolge der Satzteile und es geschieht Unglaubliches. Das heißt, es verändert sich nicht der Sinn des Satzes. Das ergibt, ich muss dringend pissen. Wohin? Auf das Leben meiner Mutter. Monsieur Foucault muss zeigen, dass er auch machen kann, worüber er so gern redet. Selbst wenn seine neuen Schützlinge von Schriftstellern wie Victor Hugo noch nie etwas gehört haben. Aber wer weiß, vielleicht kann auch der Lehrer noch was von seinen Schülern lernen. Monsieur Foucault und seine Schüler läuft heute um 20.15 Uhr auf Arte oder ihr streamt den Film direkt in der Arte-Mediathek. Von einer schwierigen, aber im Grunde positiven Schüler-Lehrer-Beziehung geht's jetzt zu ziemlich ungewöhnlichen Familienproblemen. In The Animal Kingdom dreht sich alles um den 16-jährigen Emil. Der besucht gerade mit seinem Vater seine Mutter Lana im Krankenhaus. Plötzlich sehen sie, wie ein Typ mit einem riesigen Flügel statt eines Arms in die Ambulanz gezerrt wird. Es stellt sich heraus, dass auch Emils Mutter von dieser neuen Krankheit befallen ist und sich langsam in ein Tier verwandelt. Keiner hat eine Ahnung, was da eigentlich los ist oder wie man den Leuten helfen kann. C'est une mutation, c'est un phénomène récent, complexe. Et j'admets volontiers, on comprend pas tout. C'est ta mère, Emil. Ça t'a fait quoi quand maman elle a commencé à changer? Faut me faire confiance. On va la retrouver. Bei einem Krankentransport fliehen einige dieser Menschtiere in den Wald. Unter ihnen ist auch Lana. Emils Vater setzt jetzt alles daran, seine Frau wiederzufinden und setzt dabei vor allem auf die Hilfe der Polizei. Doch Emil macht sich lieber selbst auf die Suche. The Animal Kingdom findet ihr ab heute bei Prime Video. In der Reihe der verschiedenen Beziehungsarten darf die Liebe natürlich nicht fehlen. Obwohl es in Worst Ex Ever wohl eher um die verflossene Liebe geht. Denn manchmal wird aus einer Bilderbuchbeziehung ein Albtraum, in dem Verrat, Gewalt und Betrug die Hauptrollen spielen. You would think. Die Kennenlerngeschichte war wie ein Märchen. Ich habe Angst, die Tür zu öffnen. I was so happy. Ich habe mich für sie gefreut. Right there. Mein Ex-Freund hat mich angegriffen. I felt like alles lief wie am Schnürchen. My job. Ich hatte einen tollen Job und eine tolle Beziehung. I made it clear. Ich sagte ihm, dass es aus sei. Ich dachte, das war's. That was it. He obviously. Aber er ließ kein Nein gelten. Take no for an answer. Die True Crime Doku-Serie zeigt vier wahre Geschichten, in denen sich die Ex-PartnerInnen als wahre Monster entpuppt haben. Sie schrecken vor nichts zurück, setzen ihre ehemaligen Liebsten unter Druck, bedrohen sie und machen ihnen das Leben zur Hölle. In manchen Fällen geht es dann sogar um Mord. Alle Folgen von Worst Ex Ever könnt ihr ab heute bei Netflix angucken. Wenn ihr mehr Streaming-Tipps wollt, dann hört morgen wieder rein. Ihr findet uns überall, wo es Podcasts gibt, zum Beispiel bei Amazon Music, Deezer, Google oder Apple Podcasts. Und ihr könnt uns dort auch überall kostenlos abonnieren. Lia Rogge hat an dieser Folge mitgearbeitet. Audioproduktion Florian Drexler. Ich bin Imke Zimmermann und ich freue mich, wenn ihr auch morgen wieder dabei seid. Bis dahin, wir hören uns. Was läuft heute? Online- und Videostreams, TV-Programm und Dokus. Empfohlen vom Podcast Radio Detektor FM.